Luftraumüberwachung in Mazar-e-Sharif. Ein deutsches Radar unterstützt die Fluglotsen bei ihrem Auftrag. Gute 20 Minuten dauert der Flug mit einer C-160 Transall von Termisch in Usbekistan zum Camp Marmal im Norden Afghanistans. Im Cockpit ist in dieser Zeit insbesondere im afghanischen Luftraum absolute Aufmerksamkeit gefordert, um Passagiere und Ladung wohlbehalten auf dem internationalen Flughafen Mazar-e-Sharif abzusetzen. Anders als in Deutschland ist das Netz der Luftüberwachung in Afghanistan nicht so dicht ausgebaut, sodass sich die Besatzung auf ihre Augen verlassen muss. Der zivile Mazar-e-Sharif International Airport stellt in mancherlei Hinsicht eine Besonderheit dar. Zum einen ist er mit bis zu 11.500 Flugbewegungen im Monat ungefähr vergleichbar mit den Flughäfen Köln-Bonn oder Stuttgart. Neben zivilem wird auch militärischer Flugverkehr mit einer Vielzahl unterschiedlicher Waffensysteme abgewickelt. Und schließlich, die militärischen Fluglotsen dürfen sich auf den Tower der Afghanen im Nahbereich nur auf ihre Augen verlassen, um den Flugverkehr zu regeln. Ein Hilfsmittel steht den Fluglotsen zur Verfügung, um ihr Luftlagebild zu ergänzen. Ein deutsches Luftüberwachungsradar, kurz LÜR. Ursprünglich als Unterstützung für den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard eingeführt, dient es heute als Luftüberwachungsradar für die Waffensysteme Mantis und Ocelot oder zur Unterstützung des Flugverkehrs am Mazar-e-Sharif International Airport. Der Bediener für das Luftüberwachungsradar erklärt: Wir befinden uns hier in der Sensorstellung. Hinter mir ist die Sensoreinheit des Luftraumüberwachungsradars, bestehend aus dem Trägerfahrzeug, dem Shelter, dem Mast und oben der Antenne. Die Antenne hat eine Aufklärungsreichweite von ca. 100 Kilometern und eine Aufklärungshöhe von ca. 10 Kilometern. In dem Shelter befindet sich ein Großteil der Technik, unter anderem Sensorkühlung, Treiberstufe und Endstufe. Die Daten gelangen vom Sensor über einen Lichtwellenleiter zu unserer Auswerteeinheit, werden dort nochmals aufbereitet und gelangen von dort über Mazar Tactical zu den Fluglotsen im Tower. Bevor die Lotsen die Daten erhalten, werden diese um weitere Informationen angereichert. Wir befinden uns hier in der Luftraumüberwachungskomponente Mazar Tactical. Hier werden die LÜR-Daten ausgewertet. Die Auswertung findet folgendermaßen statt, indem wir Flugpläne vergleichen und dem Flieger, den wir dann auf dem Bild visualisieren, den Namen dazu geben. Das ist eine Unterstützung für den Tower und freuen sich darüber. Grund zur Freude ist bei den Tower-Besatzungen bestimmt vorhanden. Schließlich ergänzen die vom LÜR und von Mazar Tactical in Sekundenschnelle bereitgestellten Informationen das in ihren Köpfen entstandene Luftlagebild. Wenn wir von unserem eigenen Luftraum sprechen, ist der Fluglotse, Conventional Control, dafür verantwortlich, jederzeit ein eigenes Lagebild im Kopf für sich entwickelt zu haben. So trägt das Team um Ali See dazu bei, den Flugraum über Mazar-e-Sharif für den Flugverkehr mit allein 7000 Hadsch-Pilgern im Jahr 2012 sowie für die fliegenden Besatzungen sicherer zu gestalten.